some meat of this? Who am I to disagree? Was ist denn hier los, Sammy? Und warum hast du dieses M auf deinem Körper? M steht für Meister. Ich koche etwas Schokoladiges mit in Schokolade getauchter Schokolade. Ich bin ein Meister der Schokolade. Ah, wow. Ich lass dich in Ruhe arbeiten. Nein, nein, Susi. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hilf mir! Oh, ein richtiges M&M braucht meine Hilfe? Hey, das ist eine gute Idee. Ein Schokoladenbad? Besser. Ein riesiger M&M-Kuchen. Wow, ich glaube, dieser Buchstabe gehört dir, Meister. Nun, daran habe ich keinerlei Zweifel. Hallo Leute, heute haben wir beschlossen, etwas Leckeres zu kreieren. Wir werden einen Kuchen backen. In der Form eines riesigen M&M. Genau wie ich. Hallo alle zusammen. Da du bereits viel Schokoladenganache zubereitet hast, backen wir jetzt den Kuchen. Wir brauchen zwei identische Metallschüsseln. So können wir den Kuchen schön gleichmäßig backen. Nehmt eine große Schüssel, in die alles reinpasst. Beginnen wir mit dem Mehl. Geben Zucker hinzu und Butter in Zimmertemperatur. Danach kommt Wasser dazu, ungesüßter Kakao, Eier und Pflanzenöl. Um die Tortenböden luftig und aromatisiert zu machen, gebe ich Backpulver und Vanille hinzu. Die Zutatenliste mit allen Mengenangaben findest du in der Beschreibung unter dem Video. Vermisch die Zutaten wirklich gut. So, okay, der Teig ist fertig. Jetzt müssen wir ihn in zwei gleiche Teile teilen. Schieben wir sie in den Ofen. Oh, da ist eine Nachricht von Sam. Wo ist er eigentlich? Ich war die ganze Zeit hier, Susi. Mir ist etwas Brillantes eingefallen. Lass uns ein... Moment, Sammy. Heiz den Ofen auf 180 Grad Celsius. Back den Kuchen für etwa 35 bis 40 Minuten. Sprich weiter, Sammy. Was ist deine geniale Idee? Lass uns einen Piñata-Kuchen backen. Und wir legen diese M&Ms hinein, ja? Wenn du das schaffst, bist du nicht nur ein Meister, sondern ein genialer Supermeister. Wow, ich werde mein Bestes geben, um diesen Titel zu bekommen. Sammy, das riecht so gut. Heiliger Bim-Bom, was ein heiliger Kuchen. Nehmt sie nun aus den Schüsseln raus und schneidet beide in zwei Hälften. Sie sind jetzt auf Raumtemperatur abgekühlt. Susi, dieser Geruch ist einfach unglaublich. Du kannst dich bei dem Vanilleextrakt und Kakao bedanken. Vielen Dank, Vanille und Kakao, für diesen unglaublichen Geruch. Tatsächlich ist es eine ganze Welt von Gerüchen. Der Duft von Backwaren schafft zum Beispiel eine gemütliche und warme Atmosphäre. Ich würde gerne eine Weihnachtsatmosphäre spüren. Oh, das ist ganz einfach. Hier ist ein Lifehack. Wärme einfach Weihnachtsgewürze in einem Topf auf. Verwende dazu Zimtstangen, Nelken, Ingwer, Kardamom, Minze. Du kannst Vanille für Süße hinzufügen. Oder sogar einige Tannenzweige und Tannenzapfen. Und wenn ich jetzt etwas aufmischen will? Dann kann dir der Geruch von Gurken oder frischem Grünzeug helfen. Wir sind übrigens fertig mit dem Kuchenboden. Das wird so cool. Ich brauche diese Schüssel nochmal. Und viel Schokolade. Habe ich recht? Ja, das stimmt. Yay! Sind das Steine oder etwas anderes Ungenießbares? Nein, das ist etwas Leckeres. Es ist Schokolade. Aber wir brauchen sie in flüssiger Form. Etwas Magie bitte. Okay, was nun? Jetzt machen wir eine Schokoladenhülle für unseren künftigen Kuchen. Schau genau hin. Wir werden eine Schokoladenschüssel machen. Verteilt nun die Schokolade an den Wänden. Ihr solltet es schnell, aber auch vorsichtig machen. So. Wie kann ich helfen? Du kannst dasselbe mit der zweiten Schüssel machen. Okay, Sir. Ich meine, Ma'am. Sam ist immer voller Enthusiasmus, wenn es um Schokolade geht. Stellen wir die Schüsseln in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit können wir Tee trinken oder ein Sandwich machen. Oh, perfektes Timing. Jemand hat Sandwich gesagt. Ist es Zeit für Mittagessen? Ja, wir machen eine Pause und warten, bis die Schokolade fest wird.
Gut, die Schokolade ist fertig. Aber wir brauchen noch eine Schicht Schokolade. Sammy, ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Es geht um Schokolade. Ich bin hier. Wo ist die Schokolade? Hier. Kannst du die zweite Schicht auftragen? Ich werde das ruckzuck erledigen. In der Zwischenzeit wärme ich die Pfanne auf. Wozu? Das werde ich euch später verraten. Oh, ich habe das Gefühl, dass etwas Magisches passieren wird. Keine Magie, nur kulinarische Kunst. Übrigens, ich habe gelernt, wie der Schokoladenmeister genannt wird. Und? Chocolatier. Das ist ein französisches Wort, mon chéri. Richtig. Schaut nur, was Susi der Schokolatier kann. Wir legen die heiße Pfanne vorsichtig auf die Schokolade. Susi, sie wird schmelzen. Was machst du denn da? Alles unter Kontrolle, Sammy. Die heiße Pfanne schmilzt die Schokoladenform und glättet ihre Ränder. So können wir die beiden Hälften leicht verbinden. Cool. Hurra! Endlich können wir meine Ganache verwenden. Susi, erzähl uns, wie Schokolade hergestellt wird. Achtet zunächst darauf, dass eure Ganache nicht zu heiß ist. Sie muss Zimmertemperatur haben. Sonst kann die Ganache unsere Schokoladenform schmelzen. Und dann bekommen wir ein Loch in den Kuchen. Lasst mich erklären, wie Schokolade hergestellt wird. Am einfachsten ist es, drei Zutaten zu mischen. Kakaopulver, Kakaobutter und Zucker. Das war's eigentlich schon. Gilt das gleiche für weiße Schokolade? Nein, zur Herstellung von weißer Schokolade braucht man kein Kakaopulver. Wenn ihr einen Schokoriegel zu Hause herstellen wollt, dann braucht ihr nicht nur diese Zutaten, sondern auch ein sehr genaues Thermometer. Sonst schmilzt die Schokolade in euren Händen. Der Schokolatier erwärmt und kühlt die künftige Tafelschokolade mehrmals, um die perfekte Konsistenz zu erreichen. Ach du grüne Neune, das ist ja kompliziert. Nun, heutzutage wird dieses Verfahren von Maschinen in Fabriken durchgeführt. In Tibidabo gibt es auch eine Schokoladenfabrik. Ich bin der Manager. Oh, hast du ein Loch gemacht? Ist das für die M&M's? Für meine M&M's? Ist das für mich? Kann ich diese Kuchenreste essen? Nein, du Naschkatze. Das ist für den Kuchen. Legen wir noch eine Schicht vom Kuchen aus. Und bedecken auch dies mit Ganache, damit die Schichten aneinander haften. So. Ich werde die M&M's für die Füllung suchen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, es ist Zeit, den geheimen Teil in der Mitte des Kuchens zu füllen. Vergesst nicht, die Ganache etwas abkühlen zu lassen. Um zu verhindern, dass die M&M's aus dem Kuchen fallen, brauchen wir eine Abdeckung. Also erstelle ich eine kleine Schokoladenplatte. Gieß die geschmolzene Schokolade vorsichtig in die Mitte des Backpapiers und verteilt sie kreisförmig. So. Die Platte muss glatt und flach sein. Jetzt legen wir sie zum Erstarren in den Kühlschrank. Die Tanks sind gefüllt. Zeit, die Luken zu verschließen. Lasst uns hier etwas Ganache auftragen, damit die Platte gut haftet. Seid vorsichtig. Die M&M's in der Mitte sollten keine Flecken abbekommen. Jetzt legen wir die Schokoladenplatte hier drauf. Genau in die Mitte. Ich habe eine Überraschung für dich, Susi. Ich hoffe, es ist kein... Nein, keine Streiche dieses Mal. Ich habe meine Lektion gelernt. Bist du sicher? Oh, ich würde es wirklich gerne glauben. Voila! Der Kuchen wurde in den Kühlschrank teleportiert. 5 Minuten reichen aus. Tada! Der Kuchen ist wieder da. Also gut, setzen wir die beiden Teile zusammen. Verwendet einen Spitzbeutel und tragt geschmolzene Schokolade auf den Rand von einer Hälfte des Kuchens auf. Seid sehr vorsichtig. Fertig. Jetzt kommt der große Moment, Leute. Das Verbinden. Kapau! Oh, es hat funktioniert! Was für eine tolle Kugel! Susi, ich hab was für dich. Das ist ein neuer Buchstabe für den Meister. Er ist übrigens essbar. Wow, das ist genau das, was ich brauche. Ich setze ihn direkt auf den Kuchen. Aber zuerst machen wir ihn etwas nass, sonst klebt er nicht gut. Jetzt können wir ihn auf unseren Kuchen setzen. Seid vorsichtig beim Andrücken, damit nichts kaputt geht. Es sieht wirklich aus wie ein M&M. Ein riesiges M&M.
Leute, sollen wir mal reinschauen? Sammy, bist du bereit? Ich bin mehr als bereit. Nun, dann lass ihn uns anschneiden. Leute, seid besonders vorsichtig mit dem Messer. Bittet besser einen Erwachsenen, euch zu helfen. Ein besonderer Kuchen erfordert eine besondere Behandlung. Das ist der große Moment. Wow! Das ist so lecker. Leute, vergesst nicht zu abonnieren. Und die Glocke zu klicken, während ich meinen Kuchen esse. Tschüss.